Kopieren ohne Maus, Käthe, ist auch total blöd. Sobald ich das Menü oben aufgeklappt habe, dann ist mir die ganze Markierung ist dann schon wieder weg. Weißt du was, ich mach das gar nicht mehr. Ich schreib's nochmal. Super Idee. Ja. Steuerung und C. Was? Was? Ja, ihr müsst Steuerung und C drücken, wenn ihr was kopieren wollt. Strick steht auf der Taste. Tut sich aber nichts. Ja, gleichzeitig. Achso, Käthe, du Steuerung und nicht C. Alles fertig, alles klar, alles gut präpariert. Die Vorbereitung lief wirklich wie geschmiert. Die Kleidung perfekt, die Frisur hochgesteckt. Die Reihenfolge noch einmal durchgecheckt. Erwartungsvoll schauen alle nach vorn auf die perfekte PowerPoint-Präsentation, die ich mit dem Beamer projizieren kann. Aber wie bekomme ich bloß den blöden Anmachknopf an? Frau, lasst den Männern doch wenigstens diese skurrilen Nischen. Für den Kammeuch oder Juchtenkäfer sind wir bereit, Millionen in Rückzugsgebiete zu investieren. Wir sollten bereit sein, das auch für den Mann zu tun. Vielen Dank. Er wurde stinkereich. Heiratete die gute Fee AG. Und wenn sie nicht an eine Investorengruppe verkauft und zerschlagen worden sind, dann schwimmen die noch heute im Geld rum. Wenn das Glück mir der Wind weckt, das meinen Jagdinstinkt, und sofort nahm ich mein Schicksal in die Hand. Ich war sofort bereit, nutzte die Gelegenheit, damit der Pfeil der Liebe den Weg auch wirklich zu mir fand. Ich traf dich am Bahnhof ein, ich wusste gleich, du bist der Mann. Unkenntlichen Textstellen ergänzen und mir überlegen, was ich mal damit gemeint haben könnte. Aber es verändert doch den Text. Exakt. Ich kann beim Lesen die seit dem Schreiben von mir gemachten Erfahrungen in den Text einbringen. Oder wenn du es liest, kannst du deine Gedanken und dein Wissen mit in den Text einbringen. Aber das ist doch überhaupt nicht der Sinn von Schrift. Ja, noch nicht. Aber, weißt du, das Prinzip der Weiterentwicklung durch Mutation hat sich ja als Erfolgsrezept bewährt. Ich gebe dem von mir geschriebenen Text sozusagen das Potenzial zur Evolution. Hier meine Jugendsünde, wartet. Meine Jugendsünde, mein Arschgeweih. Könnt ihr sehen? Das ist richtig scheiße, oder? Könnt ihr euch gucken, ob wir schon dabei sind? Ja, meine Unterhose, habt ihr gedacht? Die sieht heute Abend sowieso keiner. Ist ein bisschen ausgeleiert schon. Ist mir nicht unangenehm. Guckt wohl. Scheiß ich drauf. Auch sonst, ich bin total ungebildet. Ich kenne gerade mal zwei Parteien. Und das ist CDU und SPD. Ich weiß aber nicht, worin sie sich unterscheiden. Willst du sagen, dass ihr glücklich seid? Ihr seht nicht so aus. Wir sind eben auf eine Art glücklich, dass man es nicht gleich sieht. Die Glühbirne. An, aus. Genau. Das ist gut gelernt, Mensch, bin ich geschlafen. Was haben wir vor, oder was? Ha? Naja. Okay, das nächste zum Beispiel. Staubsauger. An, aus. Kaputt, genau. Oder der Beutel ist voll. Das ist so ein bisschen kompliziert. Aber nicht so kompliziert wie mein Mann. Der kannte auch an. Jetzt ist er aus. Na, kaputt war er fast immer schon. Von Arbeit. Thank you.
installieren. Ich kann mich dadurch einfacher aufs Wesentliche konzentrieren. Ich sag nur, schau mein Held, ich habe ein neues TV-Gerät, das ist noch immer eingepackt. Du, ich weiß echt nicht, wie das geht. Ich lass ihn menschen, dann kann er zeigen, was er hat. Ich lass ihn das Revier markieren, jedem Mann steckt ein Primat. Ich lass ihn seine Brust betrommeln und ihm beweisen, was er kann. Ich werde ihn ausgiebig bewundern. Ja, du bist schlau und klug und stark und vor allem. Du bist ein echter Mann.